Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prey. Dieses Spiel macht mich emotional echt fertig. Und wenn ich mir so vorstelle, dass wir, glaube ich, noch nicht mal die ersten 5% geschafft haben. Oh ja. Holla die Waldfee, ey. Puh, das wird echt noch interessant. So, ja, ich bin hier, beliebige Taste drücken, genau. So, jetzt sind wir nach wie vor auf unserem Weg zu unserem Büro, um unsere tolle, für uns selbst erstellte Nachricht uns anzuhören. So. Da mussten wir hin. Wie kam er da noch hin? Ich habe keine Ahnung. Gibt's da eine Abkürzung? La 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 la. Ah, verdammt, ich hab gezögert. Sonst hätte er uns kein einziges Mal getroffen. Aber wo sind jetzt die Überreste von ihm hin? Super, toll, eine Zeitschrift. Oh! Pflanze! Pflanzenschan. Na? Ein Asternstrauß. Das ist ja toll. So, ich würde ganz gerne da durch. Keine passende Schlüsselkarte? Was? Wieso nicht? Wie bin ich denn? Ich glaube, ich war hier noch gar nicht. Kann das sein? Baseballhandschuh, Weltraumaufzug. Ja, ist ja toll, ist ja toll. So, dann erkunden wir das hier einfach mal ein wenig. Nehmen hier wieder die tollen Pflanzen mit. Ach, da kann man auch teilweise zweimal pflücken. Verprügeln diesen kleinen Mimik hier. So, seht ihr? Seht ihr jetzt voll mit Mimik-Schleim, aber das ist eine andere Sache. Das stört uns ja eher nicht. Ein Bolzenwerfer! Krasser Scheiß! Der Gegnerin-Bolzenwerfer verschießt Schaumbolzen, die keinen Schaden verursachen. Er ist jedoch hervorragend dafür geeignet, Kollegen zu nerven, Gegner abzulenken und Schalter und Bildschirme aus der Ferne zu betätigen. Benutze Maustaste zum Abfeuern der Spielzeugwaffe und zum Nachladen. Alles klar. Also aber eine Waffe ohne Sinn. Okay, gut. Du hast keinen Saft. Und ich hätte ganz gern mal meine Rohrzange wieder. Danke. So. Jetzt, was haben wir hier Feines? Hier haben wir Neuromods. 4 Stück. Eine E-Mail. Exporte. Man kann das nicht nach Hause schicken. Das wurde schon bemerkt. Ein Monatslohn. Dann ist es vergessen. Okay. Na gut. So, werden hier auch noch illegale Geschäfte nebenbei gemacht. Ach Gott, ey. So, ich würde ganz gerne aber hier nochmal die restlichen Blümchen mitnehmen. So. Da nochmal draufhauen. Yeah. Ich finde das cool, dass man hier alles kaputt machen kann. So, die Kaisertulpe nehmen wir noch mit. So. Harley Granger, Neuromod Sales. Tja. Gut. Wie sind wir jetzt da hingekommen, wo wir waren? Blümchen! Keine Blümchen, schade. Wartet mal, wir waren da hinten rausgekommen, kann das sein? Ich brauche meine Karte. Oder wir gehen einfach da durch. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. Seht ihr das? Seht ihr das? Nein! Danke. So, jetzt gehen wir da ganz dicht ran. Hauen ein paar Mal drauf. Wow, ist der stark! Oh, da die Waldfee. Igitigitigitigit. Geht das auch wieder weg? Tatsache. So, was ist das? Das ist irgendwas. So, ein Waffenupgrade. 9mm Munition. Sehr, sehr schön. So.
Da werden wir uns aber definitiv gleich erstmal... werden wir uns aber gleich erstmal mit beschäftigen, wenn wir in unserem Büro sind, weil da haben wir hoffentlich genügend Zeit. Wo ist er hin? Da ist er! Na! Bumps! Hau! Auf die Fresse, du scheiß Mist! Vieh! Wow, irgendwie bist du hartnäckig, wenn ich das mal so erwähnen darf. Anzug wurde beschädigt. Ja, danke, das habe ich auch schon festgestellt, dass meine Anzug... Wow, da kommt ja noch einer! Alter! So. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die werden hier alle reihenweise ein bisschen stärker, kann das sein? Aber ja, warum? So, Kaisertulpe. Yippie! So. Dann wollen wir uns doch jetzt endlich mal das Video zu Ende anschauen. Was ist das? Zu schnell, zu weit. Okay, gut. Programm 1. Fortsetzen. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst ja. Die Talos 1 zerstören. Die Forschung. Die Typhon. Alles vernichten. Okay. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Was? Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht, ist es aus. Tut mir leid, es gibt keinen anderen Weg. January wird dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Wow. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz und beschämt, zu Mama und Papa zurückzukriechen. Wow. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Nee, ganz ehrlich, nee. Okay. Das ist aber echt krank. Hallo, sprich mit General. Ich bin January 2035. Ich bin ein Nein, du bist ein Bot. Es gibt viele Operator auf der Talos 1. Aber keiner davon ist wie ich. Morgan. Das will ich doch hoffen. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann soll ich ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Okay. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Mhm. Die Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat Ach, die Mensch. Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Teile breiten sich schnell aus, Morgan. Das wird ein Wettlauf gegen sie... Und ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Mit dem Hauptaufzug erreichen sie die Datenzentrale am schnellsten. Okay. Ein Generalschlüssel. Geil. Das ist ja schon mal etwas... Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgan. Was? Nur einer? Neuromods, während sie unterwegs sind. Sehr schön. Dann mach mal und ich mach hier erstmal hinten am Recycler rum. So. Also, das wollen wir da reinschmeißen. Ich meinte, das möchte ich da reinschmeißen. Das möchte ich da rein. So. Baseballhandschuh. So, was war das jetzt alles? Typhon. Ja, sehr schön. So, den Tulpenstrauß können wir da auch noch reinschmeißen. Wartet mal. Ach, ich hätte auch einfach F drücken können. Das ist ja toll. So, jetzt drücken wir einmal Z fürs automatische Sortieren und unser Inventar ist aufgeräumt wie noch nie. Super. So, dann einmal recyceln, bitte. So. Gott, da kam jetzt aber jede Menge Kleinscheiß bei raus. So. Operator Dispenser. Achso, da kommt wahrscheinlich ein neuer January bei raus. Oder? Ich habe keine Ahnung. So. Hallo, mein kleiner Fabricator. Ich möchte ganz gerne 9mm Munition haben. Bitte, danke. Machen.
So, 46. Ja, können wir aufstocken auf alle Fälle. Kann ich normal? Kann ich normal. Näp. So, dann habe ich jetzt 106. So. Verdammt, ich hab's nicht mehr. Egal, gut. Das ist okay. So. Puh. Ich bin 3 Wochen lang in der Simulation gefangen. Normalerweise laufen die Tests nur wenige Tage. Ein Waffen-Upgrade. Oh, wartet mal, wir haben doch da noch so ein Waffen-Upgrade, ne? Seht ihr mal da. Dann verbinden wir das mal damit. So, die Feuerkraft können wir mal erhöhen. Dafür brauche ich Waffenschmied 1. Okay. Magazinkapazität, das ist auch in Ordnung. Das muss nicht weiter erhöht werden. Zumal von 17 auf 17. Das ist super. Ich muss echt sagen, ich bin begeistert. So. Dann noch einmal die Glue-Kanone, denke ich mal. Wobei die Bewegungsgeschwindigkeit... ja gut, die Bewegungsgeschwindigkeit ist echt etwas, was bei der Glue-Kanone nervig ist. So. Anzug-Chipsätze, okay. Psychoskop. Okay. Ja, Anzug und die Gesundheit, ja, da kümmern wir uns gleich mal drum. So, 8 Neuromods haben wir noch. Ach, da steht sogar da unten. Ach Mensch, das ist ja toll. So. Was nehmen wir da mal schönes? Reparatur 2, Waffenschmied 1, Hebelkraft 2. Im Prinzip, du zerlegst Ausrüstung in deinem Inventar in Ersatzteile und erhältst... Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, reduziert die so, das nehmen wir einmal. Anzugsmodifizierung. Könnten wir machen. Aber wir schauen erstmal, was haben wir denn hier noch so Nettes? So, Schusswaffen 1. Erhöht den Schaden von Lautlosigkeit 1, Kampffokus 1. Das klingt ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. So, Konditionsschub nehmen wir auch noch mit. So, Wissenschaftler. Stoffwechselboost. Verdoppelt die Ausdauer des wohlgenährten Bonus sowie durch die Verzehr von... Aha. Das nehmen wir auch mit. So, das war's dann erstmal an Neuromods. So, Kampffokus, okay. Ja, das ist schön. Das habe ich eben schon gelesen. Danke. So, dann wollen wir mal ein wenig... Oh, achso, alles klar. Meine Gesundheit, die ist voll. Dann hätte ich ganz gerne, glaube ich, jetzt nochmal meinen Anzug ein wenig repariert. Das war im Inventar. Und zwar dann damit. Ja, genau. Teilen? Mit wem kann ich das denn teilen? Ach, oh Gott, ja, danke. Teilen. Den Stack teilen. Oh Gott, ey. So. Ja, nee, möchte ich nicht lesen. Danke. So. Was ist das? Soll das einen Spiegel darstellen? Und wenn ja, warum? Was ist das? Ein Schrotgewehr! Geil! So, Recycler-Schild. Spezialisierter Schild, durch den du immun gegen Recycler-Ladung wirst. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Den aktivieren wir doch einfach mal. Einfach, weil wir es können. Eine Schrotflinte. Ich meinte, toll. So. Schrotpatronen-Fabrikatorplan. So, wie viel habe ich denn? Achso, insgesamt 28. Kann ich davon welche machen? Tatsächlich. Machen! So, mal schauen, wie viel ist da so drin. 36 haben wir jetzt. Ja, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Jetzt muss ich sie ja tatsächlich mal ausprobieren. Oh, sie gefällt mir. So, wir wollten jetzt dahin. Zum Hauptaufzug. Dann würde ich so sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Hier runter. Und dann sind wir da. So fast, oder? Tatsache, wir sind da. Aber bevor wir jetzt diesen tollen Aufzug hier rufen, würde ich so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und falls euch dieses Video gefallen hat,
scheut euch nicht davor, mich zu abonnieren, also den Kanal zu abonnieren, einen Kommentar unter das Video zu schreiben. Und einen Link zu diesem Video auf allen möglichen Social-Media-Plattformen zu teilen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!